wie viel Vermögen solltest du in welchem Alter haben? In diesem Video werde ich dir ein paar Eckpunkte nennen, die dir als Orientierung dienen beim Thema Zielsetzung und Vermögensaufbau. Bevor ich euch genaue Summen nenne, werde ich euch noch drei Kriterien an die Hand geben, die es vorher zu beachten gilt, damit das überhaupt funktioniert. Erstens, dass ihr schuldenfrei seid. Zweitens, dass ihr eure Einnahmen- und Ausgabesituation wirklich genau kennt. Am besten einfach mal mit dem Haushaltsbuch das Ganze durchgehen und wirklich vielleicht mal alle Einnahmen und Ausgaben, gerade die Ausgaben, aufschreiben über einen Zeitraum von vielleicht einfach mal 3 Monaten. Und wenn ihr das habt, kommt der dritte Punkt dazu, auch wirklich dafür zu sorgen, dass ihr im Alltag für euch selbst abgesichert seid, je nachdem, wie es für euch wichtig ist, mit einem ausreichend großen Rücklagenkonto. Dass dort wirklich 3 bis 6 entweder Monatsgehälter liegen, falls mal irgendwas sein sollte. Ne? Klar, auch mal in Urlaub zu fahren, ob die Waschmaschine kaputt geht. Darum geht es letzten Endes um alle Ausgaben, die nicht regelmäßig monatlich vom Konto gehen, dass die schön dort geparkt sind. Lass uns doch einfach mal schauen, wie viel Vermögen ihr in welchem Alter haben solltet, beziehungsweise vielleicht einfach mal zu schauen, wie viel Vermögen hat denn so der durchschnittsdeutsche Haushalt in welchem Alter zur Verfügung? Und da könnt ihr auf eine Seite gehen, die packe ich euch auch unten dann nochmal rein als Link. Und zwar ist es vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Da könnt ihr drauf gehen und da könnt ihr euch das alles mal ganz genau anschauen. Und zwar steht hier die altersspezifische Verteilung des Haushaltsnettovermögens. Und ich gehe mit euch einfach mal ein paar Punkte durch. Da könnt ihr mal schauen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel noch unter 30 Jahren alt seid, dann hat der Durchschnitt so circa 5.000 Euro Nettovermögen. Wenn wir ein bisschen weitergehen zwischen 30 und 34 oder 30 und 35, sind es dann schon 7.800 Euro. Und so Richtung 40 vom Lebensalter her sind es dann schon 45.800 Euro. Jetzt kommt der größte Sprung für die 40- bis 45-Jährigen. Da sind es halt schon knapp 90.000, 87.200 Euro, die als Vermögen im Durchschnitt in Deutschland da sind. Mit Vermögen und gerade auch mit Haushaltsnettovermögen ist halt eben dann auch gemeint, dass ihr natürlich auch die Kredite und laufenden Finanzierungen von euren Guthaben, die ihr auf anderen Konten habt, dann halt eben doch abzieht. Dann seht ihr, wo ihr wirklich steht. Solltet ihr unter diesen Werten liegen, dann seid ihr jetzt nicht gleich deprimiert. Seid ihr drüber? Naja, da macht ihr jetzt vielleicht nicht gleich die Höhensprünge, weil je nachdem, wo ihr euer Geld angelegt habt, kann ja auch sein, dass es dann in 1, 2 Jahren vielleicht auch mal anders aussieht. Diese Werte sollen euch wirklich nur als grobe Orientierung dienen. Genau an diesem Punkt möchte ich auch wirklich noch ein Zitat mit einbringen. Und zwar ist das von einem dänischen Philosophen, der halt eben damals schon gesagt hatte, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Beginn der Unzufriedenheit. Deshalb wir wirklich versuchen, so emotionslos wie möglich ranzugehen und einfach nur den Punkt zu nehmen, was der Durchschnitt hat, was quasi möglich wäre und dann einfach in der Zukunft zu schauen und vielleicht auch auf unserem Kanal noch ein paar Videos anzugucken mit ein paar Tipps, wie man das vielleicht für sich selber aufbauen kann oder was man daran noch verbessern kann. Besonders nochmal ganz kurz zurück in das Diagramm. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dass man halt eben bis unter 30-jährig halt eben 5.000 Euro schon liegen haben sollte, um das mal so zu nennen, oder halt eben bis Mitte 30 17.800 Euro liegen haben sollte, wie gesagt, nach Abzug von Kreditkonten, dürft ihr auch eine Sache nicht vergessen, für die, die drunter liegen. Ihr habt noch ungefähr 90% eures Humankapitals zur Verfügung, das heißt eure Arbeitskraft. Eure Arbeitskraft, entweder im Kopf oder vom Körper her, mit der ihr ja jetzt auch gerade erst angefangen habt, ja wahrscheinlich Geld zu verdienen. Das bedeutet, dass ihr in jungen Jahren natürlich die Schulbank gedrückt habt, eine Ausbildung gemacht habt, erstmal wenig Geld oder manchmal ja eine schulische Ausbildung, gar kein Geld verdient habt. Vielleicht jetzt auch gerade in den ersten Jahren seid, wo ihr überhaupt Einnahmen habt, da stehen natürlich auch andere Ziele auf dem Plan, als Vermögen aufzubauen. Das heißt, man will erstmal eine eigene Wohnung haben, man möchte auch mal den ersten selbstbezahlten Urlaub sich leisten, vielleicht mit seiner Freundin oder seinem Freund. Das ist auch alles komplett nachzuvollziehen und um euch da wirklich auch ein bisschen die Angst zu nehmen, ihr habt es ja selbst auch in der Hand und in der Zukunft habt ihr genug Zeit mit eurem Einkommen, gerade mit der Weiterbildung oder halt eben auch mit Jobwechseln, die dann noch kommen in den nächsten Jahrzehnten, auch wirklich dafür zu sorgen, dass dort Vermögen aufgebaut wird, dass ihr euer Leben selbst in die Hand nehmt. Dafür soll das Video da sein, um euch einfach nur eine Orientierung zu geben anhand von Zahlen. Zur Beruhigung noch eine kleine Beispielrechnung, die ich mal gemacht habe, auch wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, aber ich sag mal so, von einem, der vielleicht schon 30 Jahre alt ist, schon im Berufsleben steht und einen Bruttolohn von 3.000 Euro monatlich hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass bei 3.000 Euro brutto jedes Jahr der Lohn um 2% steigt,
Natürlich nicht immer beim selben Arbeitgeber, aber durch Weiterbildung zum Beispiel, durch Höherqualifizierung, durch Jobwechsel in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten kommen in dem Beispiel bei 3.000 Euro brutto monatlich über die gesamte Laufzeit bis hin zur gesetzlichen Rente 1,8 Millionen Euro zusammen, die als Bruttolohn verdient werden. Und ich denke mal, das ist schon eine ganz schön große Summe, die da irgendwo zustande kommt, wo man dann hier nochmal drauf schaut und sagt, okay, naja, dann ist es vielleicht doch realistischer, mit Mitte 40 vielleicht doch 100.000 Euro liegen zu haben. Weil mit dem Wissen, was ihr jetzt schon habt, dadurch, dass ihr das Video angeschaut habt, könnt ihr darauf achten, wie viel von eurem Brutto wirklich netto wird und wie viel von eurem Netto auch wirklich euch zur Verfügung steht, nachdem ihr erstmal alle anderen bezahlt habt. Und jetzt einfach mal den Fokus drauf zu haben, wie wir es in dem anderen Video auch schon hatten, die Einnahmen- und Ausgabensituation durchzuschauen, die Schulden auf Null zu halten, nicht ins Minus zu gehen, auch Dispo-Zinsen zu vermeiden und solide damit zu arbeiten und mit dem Wissen, mit der Orientierung eine Strategie zu entwickeln, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, ne, weil letzten Endes über die nächsten Jahrzehnte begleitet, macht es meistens Sinn, sich einen Coach an die Seite zu holen oder einen Berater. Nicht jeden Tag und nicht jedes Jahr, aber ab und zu. Gerade wenn sich Lebensumstände ändern oder ihr sagt, jetzt habe ich ein anderes Ziel, ich habe andere Wünsche, dann holt euch einen Profi an die Seite. Denn eins kann ich euch definitiv sagen, Strategie und Zielplanung machen mehr als 80% des Weges aus, beziehungsweise der Wahrscheinlichkeit überhaupt, das zu erreichen, was ihr euch als Ziel setzt. 80% ist Vorbereitung.